Ihr Lieben, herzlich willkommen zum kleinen Special-Ründchen bei Age of Empires 2. Hauptthematik des Ganzen, Tower Rush. Und zwar geht es da dabei darum, wie man den am besten mal vollzieht. Ja? Ich habe da dazu die schwierigste KI ausgewählt, die es eigentlich wirklich nur gibt. Ja? Das ist ja die neue KI dann ohne diesen Zusatz hier, wie man ja sehen kann, Original-KI, das ist ja die alte, das ist die neue. Ne? Wir haben eine kleine Karte eingestellt. Ich habe jetzt mal mit dazu noch Königs des Hügels, aber eigentlich ist es eh wurscht. Ja? Also, das ist sozusagen bloß ein Zusatz, den ich auch noch mit eingebaut habe. Man kann es natürlich auch ohne machen. Und, ja. Also, wichtig ist beim Minion Tower Rush dann mal gegen eine neue KI oder allgemein gegen die KI machen möchtet, es soll natürlich auch einen festen Zugang da dahin geben. Ja, also im Endeffekt, wenn ihr Inseln zueinander habt, dann ist es relativ schwierig, weil ihr müsst ja erstens mal die Rohstoffe schnell abbauen, ihr müsst ja auch trotzdem relativ schnell eure Dorfbewohner zum Gegner mit hinkriegen und allem drum und dran. Und wenn der zu lange vor euch dann in der zweiten Zeitepoche ist und schon einen Haufen Truppen stehen hat, dann bringt das einfach nichts mehr. Deswegen also zuschauen, dass ihr dann so einen Kartentyp habt, wo ihr Landflächen miteinander habt. Oh, könnt ihr am besten einstellen, wenn ihr trotzdem ein bisschen, ja, das ausgeglichen haben möchtet, dass immer eine andere Karte kommt, dann geht ihr einfach hier auf Zufallskarte. Und dann könnt ihr da auch mal selber mal loslegen und das auch mal ausprobieren. Rohstoffe habe ich auf Standard stehen. Ja, also das ist, das ist da auch der schwierigste Grad ist, den es gibt. Gibt es da nicht noch gegen? Ne, es gibt hier bloß Standard. So, ja. Das ist das. Rasse, also Kultur ist vollkommen egal. Was ihr da für eine nehmt, das kann absolut, weil es kann ja jede Kultur Türme hinbauen. Und, ja. Dann wünsche ich euch jetzt mal viel Spaß beim Zugucken. Setzen wir noch meine Farbe hin. Und dann fangen wir doch mal an. Wie ihr sehen könnt, karten sich das auch auf normal. Ja. So. Marlein. Gut, haben wir das. Ja. Dann bauen wir hier auf jeden Fall erstmal ein Häuschen. Machen wir da erstmal das. Gucken wir hier mal ein bisschen. So. Sieht noch ganz nach der Dschungelkarte aus, natürlich. Das jetzt so gut oder negativ ist, das darüber kann man jetzt mal streiten. Ach komm, pfeif drauf. So, was gibt's denn zu sagen? Natürlich am Anfang erstmal zuschauen, dass ihr alle Dorfbewohner erstmal auf Nahrung hinsetzt. Ja. Das ist schon mal das Wichtigste. Dass ihr frühzeitig dann auch anfangen könnt, neue Dorfbewohner zu bauen. Denn der Wirtschaftsfaktor ist ja jetzt entscheidend, ne? Und dass ihr trotzdem natürlich auch zuschauen könnt, dass ihr relativ früh in die nächste Zeitepoche kommt. Ah, da haben wir schon mal die Bärensträucher, das ist gut. Ein bisschen noch. Einmal Umkreisung machen wir jetzt noch. So. Können natürlich auch gleich die das Dorfzentrum in den neuen Hotkey natürlich neu tun. Ist natürlich noch ein bisschen praktischer, dass ihr dann auch schneller produzieren könnt. Das ist immer die nächsten Gubbel-Gubbels. Ah, die Wildschweine sind ein bisschen weit auseinander. Das ist gerade nicht so ganz effektiv. Aber das eine Wildschwein ist Gott sei Dank in der Nähe der Bärensträucher. Das ist schon mal sehr gut. Das kann uns dann Nutzung Vorteil gereichen. Hm.
Und da haben wir die nächsten beiden. Sehr schön. Bei König des Hügels seht ihr ja hier, da habt ihr dann noch das, das Monument hier auch noch mit dabei. Und selbst wenn das mal jetzt am Anfang so sein sollte, dass der Gegner das mal einnimmt, kann es euch wurscht sein. Denn später hat er eh keine Zeit mehr, um sich darum zu kümmern. Dann gehst du mal da. Gut. Und falls ihr euch fragt, wenn ihr mit den Steinen anfangt, das dauert noch ein bisschen. So, dann gehen wir erstmal hier hin. Und erstmal als erstes mal das Monument. Dann ist nämlich der gegnerische Speer dazu gezwungen, auch mal dorthin zu reiten. Und das Ding nämlich selber mal einzunehmen. Und dann habt ihr schon mal einen Zusatzvorteil. Weil das ist nämlich Zeit, die er nicht einsetzen kann, um bei sich weiter die Gegend zu erkunden. So, dann geht jetzt mal her, die nächsten. Gut, dann suchen wir jetzt mal langsam mal den Gegner. Also wir nebenbei schauen können, wo der sich rumtreibt. Und seine Siedlung aufbaut. Ach, guck mal. Schön. Nehmen wir auch mal entgegen. Oh, das sieht gut aus. So, die sind mit den Schafen fertig. Kannst du gesagt, mit den. Wir haben Kuppel. Dann tun wir die nämlich gleich mal umändern. Ach, kommt. Was? Ah, shit. Naja gut, der Spieler hat seine Pflicht eh erfüllt, den bauen wir jetzt nicht mehr. Wir wissen jetzt, wo der Gegner rumstreunt und rumkeucht. Hier kümmert euch gleich mal um die hier. So, dann bauen wir hier schon mal den ersten Steine ab. Wir nehmen das jetzt mal zur Kenntnis, dass er das jetzt mal eingenommen hat, aber im Grunde genommen ändert es nichts. Denn der werte Herr hat bald Probleme. So, dann tun wir euch gleich mal hier abziehen. Der Weg ist natürlich jetzt ziemlich weit dann dahin, was natürlich jetzt dazu führt, dass wir jetzt erstmal hinaufgehen. Und wenn wir da erstmal eine Mühle hinbauen, so dass wir das eine Schwein noch gemacht kriegen. So, währenddessen neue Dorfbewohner bauen natürlich. Ist ja klar. Und die schickt ihr alle nur aufs Holz. Ja? Das ist eigentlich das Wichtigste. Erstmal alle schön aufs Holz schicken, schön viel Holz vorproduzieren. Ihr macht nebenbei das nächste Schwein. Sehr schön. Gut. Könnt ihr hier nämlich schon mal das Holzfällerlager jetzt hier einrichten? So. Und da wir jetzt da das Holzfällerlager stehen haben, zieht ihr jetzt hier 4 Leute ab, dass ihr 5 Leute auf Stein habt, die das produzieren. So, bis ihr das hier abgeändert habt, da ist auch noch kurz Zeit, dann könnt ihr das mal kurz noch fertig entwickeln.
dass eure Dorfbewohner nämlich länger leben. Also ihr werdet auch das ganze Spiel über kein Gold machen müssen. Ab. Gut. So. Jetzt wartet ihr nur noch bis die 500 Leute. So. 500 Nahrung sind zusammen. Warum tickst du nicht? Jetzt aber. Gut. Und dann geht ihr schon mal langsam hier rüber. Zum Gegner. Mit den Dorfbewohnern, die hier Nahrung produziert haben. Der Rest bleibt hier alles mal so bestehen, wie es ist. Dann baut ihr hier mit den nächsten 5 den nächsten Steinbruch auf. So. Und dann könnt ihr Folgendes machen. Wenn ihr seht, ihr kommt hier so in die nähere Umgebung mit hin, ne? Hier noch ein bisschen weiter auskundschaften, was jetzt so mal nicht ging. Und ihr baut erstmal eine Kaserne auf. Das ist schon mal das Erste. Die werdet ihr zwar eigentlich nicht brauchen, aber zur Not, wenn ihr trotzdem wirklich ein paar Militäreinheiten bräuchtet, so, könnt ihr das trotzdem noch verwenden. Jetzt könnt ihr direkt anfangen, den ersten Turm hinzusetzen. Und da das so viel Rohstoffe gibt, bauen wir gleich noch den nächsten Turm auf. Nebenbei machen wir gleich mal ein paar neue Dorfbewohner. So, und los geht nämlich der Spaß. Dann schickt ihr hier gleich die nächsten dahin. Das Schöne ist nämlich, ihr könnt diese Außengebäude nämlich gleich als Außenmauer nutzen. Weil soweit reicht das Dorfzentrum dann nicht. Ja, also der Computer gibt sogar schon selber vor, wie weit er die Gebäude absichern kann und ab wann die Grenze erreicht ist. Und ihr seht schon direkt, dass die ersten Einheiten schon geblockt werden. Was natürlich super klasse ist. So, dann fangt ihr hier an mit einer Nahrungsproduktion. Wenn hier natürlich Angriffe kommen, hier ne, auf eure Dorfbewohner, dann könnt ihr die einfach abschütteln. Dann bauen wir hier gleich mal den nächsten Turm hin. Das können wir schon mal ein bisschen angreifen, bis wir hier mal ein bisschen Rohstoffe wieder haben. Ich brauche unbedingt noch Holz, habe ich gerade festgestellt. Also geht ihr beide mal da drauf. Dankeschön. So, und das Spielchen geht weiter. Dann natürlich direkt könnt ihr den nächsten. Ja, ihr setzt einfach an jedes Gebäude, was so steht, einen Turm erstmal hin. Ja, du könntest aber darüber jetzt gehen, dann ist der Weg kürzer. Wäre ich dir auch sehr verbunden dafür. Und vor allem mal erstmal ein Haus hinsetzen. So, also, die versuchen jetzt natürlich noch ein bisschen sich aus der Schlinge rauszuziehen. Das bedeutet, ihr kreist systematisch immer weiter das Dorfzentrum ein mit Türmen. Pfeift euch auf die Dorfbewohner, die da draußen sind, die sind eh erstmal wurscht. Weil die werden früher oder später eh zurückkommen, weil das Hauptproblem ist, er kann erstmal keine Nahrung mehr produzieren. So, dann geht hier schon weiter, ja, und kreist das Ding hier weiter. Ja, sogar ein Marktplatz schon hingesetzt. Interessant. Ja, dann greifen wir den jetzt schon mal so lange ein bisschen an. Gut, dann hier gleich den nächsten Turm hinsetzen. Jetzt haben wir hier genügend Holz, dann baut hier gleich den nächsten Steinbruch hin. Dann benutzen wir seine Steine auch gleich mal mit. Und ihr seht schon, immer mehr Dorfbewohner gehen drauf und da kann kaum noch was nachproduzieren, eigentlich jetzt schon. Ja.
So, und weiter geht's mit dem nächsten Türmchen. Gucken wir kurz zurück mal in unsere Siedlung hier rein, wie es da ausschaut. Stillstand wollen wir ja auch nicht. So, dann hier der nächste Turm. Dann tut ihr mal ein bisschen Holz jetzt mal sparen für eine Mühle. Quatsch, Mühle sag ich schon. Ach, für eine Schmiede. Können aber da noch ein bisschen Holz mehr brauchen. Das bedeutet, da produzieren wir ein bisschen was mit. Die Forschung könnt ihr natürlich, wenn ihr wollt, auch zwischendurch dann machen. Ich lasse jetzt erstmal außen vor. Hm, dann ist sogar ein bisschen der Spieler, der hier rumläuft. Auch schön. Bringt ihm nur recht wenig. Aber wie ihr sehen könnt, da nützt ihm das Mörderloch einfach überhaupt gar nichts. Was noch nicht entwickelt ist. Und da kommen sie nämlich schon langsam zurück, die werden Dorfbewohner. Die wollen ja Nahrung produzieren, das muss ja weitergehen. Klappt nur leider irgendwie jetzt nicht mehr, ne? So, dann hier zwischenzeitlich bauen wir jetzt mal eine Schmiede mal hin. Aus einem gewissen Grund. So, da hinten würde doch ein Sägewerk oder sowas stehen haben bestimmt. Nehmen wir uns das mal als nächstes vor. Aber natürlich könnte ich jetzt auch nochmal zwischendurch noch einen Turm hinsetzen erstmal, ne? Ist ja auch logisch. Da baut ihr mal weiter ein bisschen Nahrungsproduktion nebenbei auf. Und dann das hier. Ist natürlich wichtig, dass die Türme Nummer 1 mehr Angriffsschaden haben und Reichweite. Dann ist das Ganze natürlich noch mal etwas effektiver. Dann setzen wir dort mal einen Turm hin und gehen wir mal dort hoch. Ihr könnt natürlich auch ein paar Einheiten hier schon produzieren, wenn ihr wollt. Vor allen Dingen hier, ne, die Speerträger, die sind natürlich dann auch effektiv. Da könnt ihr dann auch ein bisschen Schmiede noch den Angriff erhöhen. Wir machen es dieses Mal ohne Einheiten. Einmal um zu zeigen, das geht auch, wenn man will, ganz ohne. Okay, das kann er damit. So, dann geht ihr mal hier hoch und macht mir das Holzlager bereit. So, dann haben wir hier die hier. Na, das sind sie doch. Ich wusste es doch. Ach, guck an, sogar ein Stein mit zum Bestehen. Mhm. Oh, jetzt muss ich eh mal gucken. Schießt der eigentlich auf sein eigenes Gebäude jetzt drauf? Das ist jetzt echt die gute Frage. Nee, das tut er natürlich nicht. Aber ich glaube, der Mindestabstand ist er der. Weil ich gedacht habe, wenn er über sich über 2 erstreckt, tut er es ja trotzdem angreifen. Das war jetzt ein bisschen viel gedacht. So, dann machen wir langsam mal die Entwicklung, dass die dass der Wirtschaftsaufbau auch langsamer wird. Ah, nee. Nein, 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 nein. Ich bleib dem Prinzip jetzt treu. Wir machen das jetzt ohne. Ich meine, der Timer dort oben, der ist jetzt eher unablässig, weil ich glaube kaum, dass das jetzt die 300 Jahre noch so gehen wird. Schauen wir einfach mal, aber ich denke eher nicht.
So, und ihr fangt jetzt schon mal an, hier die neuen Türme hinzusetzen. Damit das Ganze noch ein bisschen beschleunigt wird. Also eigentlich ist jetzt eh schon vorbei, weil, seht ihr, hier werden keine Truppen mehr produziert, hier ist nichts mehr, ne? Also, in einer frühen Phase ist halt auch die schwere KI wie jeder andere, auch wenn noch nicht die Rohstoffe vorhanden sind, halt wirklich in der Bedouille, dass wenn ihr es schafft, die frühzeitig zu blocken, die auch wirklich auszuschalten. Also das ist eigentlich wirklich legitim, ne? Klappt also nicht nur bei menschlichen Gegnern, sondern auch bei jeglicher KI. Und wenn es bei der ganz, ganz schwierigen KI klappt, dann könnt ihr euch vorstellen, dass es natürlich bei jeder anderen KI auch klappt. Ich habe es bei verschiedenen Schwierigkeitsgraden immer wieder ausprobiert und es ist auch immer wieder dasselbe Ergebnis. Von dem her... alles gar kein Thema. So... Türmchen, Türmchen, Türmchen. Und immer noch mehr und immer mehr. Ist natürlich eh praktisch, wenn ihr bei diesen größeren Gebäuden, die natürlich um einiges mehr Lebenspunkte habt, dass ihr dann dort natürlich mehr Türme hinstellt. Wir werden jetzt auch gleich ums Dorfzentrum drumherum jetzt hier noch eine große Flottenanzahl an Türmen hinstellen. Dass das dann nachher auch ein bisschen schneller geht. Aber dann vielleicht sogar in die Ritterzeit dann noch vorstoßen. Aber da bräuchten wir natürlich Gold dafür. Und ich habe ja gesagt, eigentlich geht es auch ohne Gold, dieses Spiel. Also werden wir das jetzt auch mal ohne Gold durchziehen. Auch wenn es dann vielleicht ein kleines bisschen dauert noch länger, aber das ist egal. Geht ja ums Prinzip. So, dann können wir, nachdem die da sind, die nächsten 5 Dorfbewohner hier rüberziehen. Hier. Schon mal ein bisschen mehr Nahrungsproduktion aufbauen. Ich meine, klar, ich könnte es. Obwohl, ich könnte natürlich jetzt hergehen. Das kann ich natürlich machen. Ne? Ich habe ja gesagt, ohne Goldabbau. Also werden wir uns einfach Gold dazu kaufen. Das können wir natürlich machen. Das ist richtig. So, dann macht ihr mal diesen hier. So, dann kaufen wir uns nämlich 200 Gold ein für die Ritterzeit. Haben wir genügend Nahrung im Moment da. Die werden sie auch bestimmt ganz schnell nachproduziert haben. So, dann bauen wir hier mal ein bisschen Nahrung. Habt ihr, seid ihr schon fertig mit dem Abtrag? Ja, seid ihr schon. Gut. Sehr. So. Sehr schön, ihr macht weiter Steine da drüben, das ist in Ordnung. Vielleicht haben wir da sogar noch Zeit, sogar noch eine Burg hinzuklatschen. Wobei ich mich langsam frage, wo sollte ich die hinklatschen? Ich habe ja eigentlich überhaupt keinen Platz da drüben. Wir müssen mal schauen. So, Gang in die Ritterzeit können wir schon mal einleiten. Gut, und dann werden wir einfach dann euch gleich zu den Steinen wieder hinschicken, dass ihr noch produziert. Steinabbau zum jetzt auch nochmal beschleunigen. Ach,
So, ich könnte natürlich jetzt einen neuen Spieler hinbauen. Auf der anderen Seite. So, jetzt sind wir in der dritten Zeit. Jetzt machen wir einmal mal denselben Spaß wie gerade eben schon mal. So, 200 Gold. Dann haben wir weiter den Angriffsschaden von den Türmen. Genug Steine für eine Burg haben wir auch bald. Ah, ich glaube, ich weiß schon. Also entweder sind diese Dutten oder Dutten. Das würde dann schon passen. Na komm, dann gebaut ihr die mal hier hin. Dann können wir sogar noch eine Burg hinstellen für euch, dass ihr das nochmal weiter seht. Und du erkundest jetzt mal noch schön. So, wirtschaftlicher Abbau von den Ressourcen tun wir auch nochmal weiter hoch machen. Steinabbau natürlich nochmal weiter beschleunigen. Die Nahrung machen wir auch gleich noch mit hoch und dann noch das Holz. Ich kann natürlich auch eine Universität hinbauen. Dann können wir nämlich den Aufbau von den Gebäuden auch nochmal beschleunigen. Ich meine, jetzt ist es dann eh egal, was die Burg anbelangt, aber für die zukünftigen Gebäude dann noch. So, und dann haben wir die Burg jetzt auch noch stehen. Jetzt können wir natürlich das entwickeln, ne? Ist ja klar, wir machen jetzt aber... Ich brauche es ja nicht. Wir haben ja eh keine Einheiten oder so, ist jetzt mit da. Das ist eh wurscht. Ja. Jetzt können wir natürlich aus Belustigung heraus jetzt auch noch anfangen, hier die Reliquien anzusammeln. Dann haben wir eh gerade 100 Gold übrig. Dann machen wir das einfach mal. Brauchen wir selber kein Gold abzubauen, sondern wir tun ja einfach nur Gold sammeln. Also im Normalfall ist es auch so, wenn das Dorfzentrum dann gefallen ist, nachdem keine Leute mehr da sind, ist das Spiel eigentlich vorbei, weil meistens gibt die KI dann auch automatisch auf. Schauen wir mal, wie es dieses Mal sein wird, aber normalerweise ist es immer dasselbe. Ich hoffe, ich krieg wenigstens noch die Reliquien vorher. Komm schon, bau schneller. Dann machen wir erstmal das kaputt. So, jetzt können wir natürlich hier gleich noch eine zweite Burg hinsetzen. Das machen wir auch gleich mal schnell. Genügend mehr als genügend Ressourcen. Wieso stehst du da so rum? So. Also, ihr seht schon, ihr habt dann verschiedene Möglichkeiten, wie er das dann. Ah, cool, das dürfte sogar das Gebäude da hinten. Das ist eigentlich nicht schlecht. Das gefällt mir. Ah, da hat die Reichweite schon richtig zack dahinter. So, dann haben wir schon mal die nächste Reliquie. Du erkundest mal weiter neben dessen. Dankeschön.
irgendwie groß noch Dorfbewohner oder sonst irgendwas hinpflastern. Das machen wir jetzt auch gar nicht mehr, weil das ist eh sinnvoll. Das Spiel dürfte eh in wenigen Augenblicken vorbei sein. Was mit den Reliquien war ja eigentlich auch bloß mehr oder weniger so ein bisschen so ein Zusatzspaß. So, und dann dürfte doch gleich Ende sein. Ja. Das war's mit der KI. Hier seht ihr nochmal kurz die restliche Karte. Ja, ein bisschen noch. Ich glaube, das waren eh alle Steinfelder, oder? Ah ne, da hinten wäre noch eins gewesen. Und vermutlich hier hinten irgendwo auch nochmal eins, oder? Gucken wir nochmal. Nee. Ach, da hinten nochmal. Aber wenn man so sieht, ne, die meisten Steinfelder wären auf der anderen Seite der Karte gewesen. Mehr zum Gegner hin. Was auch irgendwie verständlich ist, aber gut. So. Gucken wir nochmal kurz auf die Statistik. Ja, 35 Leute. Rohstoffe ist auch klar, ne? Also das ist ja bloß das, was er bis zur Verdahlzeit hatte, dann war eh Schluss. Na gut, die Burgen und das lassen wir eh mal außen vor. Interessant ist eigentlich eher das hier. 28 Dorfbewohner bloß. Also ich hatte schon Partien auf extrem schwierig dagegen die KI, da hat er teilweise 40 Dorfbewohner gehabt. Und war noch nicht mal Chinese, deswegen wundert mich das gerade, dass das so wenig waren dieses Mal. Perser. Komisch. Nun gut. Ja, auf jeden Fall ist jetzt ja. Das war jetzt mal ein Spezialspielchen von mir. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ihr Fragen dazu mal haben solltet oder sonst irgendwie was, dann könnt ihr es auch gerne in die Kommentare runterschreiben. Ja. Ich versuche dann auch baldigst dann zu antworten. Oder wenn ihr euch da einmal in Kontakt mit mir setzen wollt, ist das auch kein Thema. Da finden wir Dinge mal auch eine Lösung und auch einen Weg. Und ich bedanke mich dann einfach mal fürs Zuschauen und fürs Interesse und sag dann mal auf bei dir dann. Ciao, ciao!